Ich möchte meine Rede heute mit einem Bild anfangen, das mir einmal gezeigt wurde. Das Bild, das zeigte eine Blumenwiese mit Schmetterlingen. Das Bild wurde gemalt von einer Frau, die vor einigen Jahren nach Deutschland geflohen ist. Sie war auf der Flucht unterwegs mit einer Gruppe von Menschen, als sie überfallen wurde. Sie selbst wurde an einen Baum gebunden und musste dort mit ansehen, wie viele andere Menschen aus dieser Gruppe vergewaltigt und ermordet wurden. Die Blumenwiese mit den Schmetterlingen auf diesem Bild, das ist die Wiese, auf die sie dabei geschaut hat. Die Wiese, unter der die Menschen begraben wurden. Dieses Erlebnis hat sie so traumatisiert, dass sie aufgehört hat zu sprechen. Das Bild wurde gemalt im Rahmen einer Psychotherapie, die die Caritas angeboten hat. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es sind zuallererst diese Menschen, über die wir sprechen, wenn wir miteinander über das Thema Flucht und Asyl diskutieren. Menschen, denen das Schlimmste passiert ist, was wir uns vorstellen können. Menschen, die hier nichts anderes suchen, als die Möglichkeit, ein Leben in Sicherheit und Frieden zu führen. Dafür gibt es das Recht auf Asyl und deshalb müssen wir es schützen. Wir alle miteinander als demokratische Parteien haben eine Verantwortung, wenn wir über Menschen reden, die auf der Flucht sind. Verantwortung zu differenzieren. Es ist möglich, mit großer Klarheit darüber zu sprechen, dass es Menschen gibt, die zu Recht hier Schutz bei uns suchen und darüber zu sprechen, dass es Menschen gibt, die den Schutz, den wir hier gewähren, missbrauchen. Es ist möglich, sonnenklar darüber zu sprechen, dass Menschen, die hier schwere Verbrechen begehen, bis hin zu Mord und Terror, dass sie hier jeden Anspruch auf Schutz in unserem Land verloren haben und dieses Land verlassen müssen. Es ist möglich, darüber zu sprechen, wie schockiert und entsetzt und traurig wir über den furchtbaren Terroranschlag von Solingen sind. Glauben Sie mir, ich bin selbst Kölnerin. Ich habe mich an dem Abend gefragt, ob Freunde von mir auf diesem Stadtfest sind und ob es ihnen wohl gut geht. Es ist möglich, über all das in großer Klarheit zu sprechen und gleichzeitig zu differenzieren. Gleichzeitig so darüber zu sprechen, dass wir die anderen eben nicht treffen. Die anderen, die damit schlicht und einfach nichts zu tun haben. So wie die Frau, die das Bild mit dem Schmetterling gemalt hat. Wenn ich mir die politische Debatte in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten anschaue, dann muss ich aber sagen, diese Differenzierung, die gelingt immer weniger Demokraten in diesem Haus. Und ich finde, das ist ein großes Problem. Wir müssen über den gewaltbereiten Islamismus sprechen. Nicht erst seit Solingen, sondern schon seit vielen, vielen Jahren. Islamismus gehört zu den größten Gefahren für unsere Gesellschaft. Der radikale Islamismus vergiftet die Köpfe der Menschen, er führt zu Gewalt, Unterdrückung und Tod. Deshalb ist es richtig, mit aller Entschiedenheit, mit aller Entschlossenheit und mit aller Härte gegen Islamismus vorzugehen. Ich sage Ihnen ganz klar, wir haben null Toleranz gegenüber Gefährdern. Wer hier Anschläge oder Attentate plant, der muss abgeschoben werden und das fordern wir Grünen schon seit langem. Und wer im schlimmsten Falle einen solchen Anschlag begangen hat, der hat jedes Schutzrecht auf Asyl verloren. Aber für Sicherheit braucht es mehr. Es braucht eine engmaschigere Überwachung auch deutscher Gefährder. Es braucht ein Bundesamt für Verfassungsschutz, das noch stärker als Frühwarnsystem agieren kann, um Gefahrenpotenziale auch wirklich zu erkennen. Es braucht ein noch entschlosseneres Vorgehen gegen die Radikalisierung im Netz. Denn das Gift des Islams, das erreicht die Köpfe der Menschen nicht nur im Ausland, das erreicht die Menschen auch hier. Und deswegen ist es so wichtig, gegen Radikalisierung vorzugehen. Prävention und Aufklärung sind ganz entschiedene Teile einer Strategie für mehr Sicherheit. Darüber sollte man sprechen. Darüber, was wirklich mehr Sicherheit für Menschen in diesem Land bringt.
Was allerdings überhaupt nichts bringt, wirklich kein Stück Sicherheit mehr, das ist, wenn man versucht, in den Nachwehen eines furchtbaren Terroranschlages zu versuchen, mit den Ängsten der Menschen Wahlkampf zu machen, so wie Sie, Herr Merz, das nach Solingen getan haben. Sie, Herr Merz, Sie haben keinen Vorschlag gemacht, wie man Islamismus gezielt bekämpfen kann. Was Sie stattdessen 2 Tage nach Solingen vorgeschlagen haben, war ein sofortiger Aufnahmestopp für alle Menschen aus Syrien und Afghanistan. Alle. Das heißt auch die jesidischen Frauen, die verschleppt, vergewaltigt und versklavt wurden, gerade von dem Terroristen des Islamischen Staates und zu uns geflohen sind. Alle. Das heißt auch die Menschenrechtsaktivisten, die sich in Afghanistan den Taliban entgegenstellen. Auch die Frauen und Mädchen, die in Afghanistan nicht mehr ein Wort auf der Straße sprechen können. Alle. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Merz, wer einen Vorschlag macht, der nicht mehr differenziert zwischen den Terroristen und ihren Opfern, der scheitert zu Recht. Der scheitert zu Recht an jedem Gesetz, dass sich Deutschland, dass sich die Europäische Union und dass sich die internationale Staatengemeinschaft seit dem Zweiten Weltkrieg gegeben haben. Ich sage Ihnen, das ist nicht nur eine Politik ohne Herz, das ist auch eine Politik ohne Sinn und Verstand. Kluge Politik behält den Überblick. Kluge Politik behält gerade nach so einem furchtbaren Anschlag den Überblick und konzentriert sich auf das, was wirklich hilft. Und was wirklich hilft, das ist ein Sofortprogramm zur Stärkung der inneren Sicherheit in diesem Land. Zum Beispiel eine bessere Unterstützung unserer Polizei. Polizisten haben in den letzten Wochen Großartiges geleistet. Sie haben viele Menschenleben geschützt. Und dafür möchte ich einmal im Namen dieses ganzen Hauses Danke sagen. Mittlerweile von uns nicht mehr hören. Die wünschen sich nämlich auch ganz reale Unterstützung in ihrer täglichen Arbeit. Reale Unterstützung bei der Ausstattung, dass sie bei Kontrollen nicht mehr im Regen stehen. Reale Unterstützung für einen funktionierenden Digitalfunk, der da wirkt, wo er wirklich gebraucht ist. Oder auch einfach mehr Kolleginnen und Kollegen angesichts der vielen Überstunden, die unsere Polizisten täglich in diesem Land leisten. Darüber hätten wir gerne mit Ihnen von CDU und CSU gesprochen. In der Arbeitsgruppe, die Sie gestern so vorzeitig verlassen haben. Denn für sowas braucht man auch die Bundesländer. Für die Polizei sind auch die Bundesländer zuständig, in denen Sie so viele Innenminister stellen. Aber Sie als Union hat das nicht mal interessiert. Sie wollten mit uns nicht über die Situation der Polizei sprechen. Sie wollten mit uns nicht über eine Verschärfung des Waffenrechts sprechen. Sie wollten mit uns nicht über eine Bekämpfung der organisierten Kriminalität sprechen. Sie wollten mit uns nicht über Befugnisse der Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden sprechen. Sie wollten mit uns nicht über einen Schutz der kritischen Infrastruktur sprechen. Die innere Sicherheit in diesem Land hat Sie schlicht und einfach nicht interessiert. Und das ist ein Armutszeugnis für die Union. Das muss ich Ihnen so ehrlich sagen. Das Einzige, worüber Sie mit uns sprechen wollten, war das Thema Asyl. Und ja, wir wollten auch mit Ihnen über das Thema Asyl sprechen. Es macht Sinn, wenn Bund und Länder sich gemeinsam an einen Tisch setzen und schauen, gerade nach Solingen, wie Dublin-Verfahren besser ablaufen können, die Behörden schneller zusammenarbeiten können, denn offensichtlich hat das nicht überall funktioniert. Es macht Sinn, über die Vorschläge des Deutschen Richterbundes zu sprechen, der davor gewarnt hat, dass die mangelnde personelle Ausstattung der Justiz dazu führt, dass die Justiz zum Flaschenhals in der deutschen Asylpolitik wird. Es macht Sinn, über die europäische Asylpolitik gemeinsam miteinander zu sprechen, zum Beispiel über eine vorzeitige Umsetzung von GEAS, wie wir Ihnen das in dieser Arbeitsgruppe angeboten haben. Aber auch darüber wollten Sie nicht sprechen. Sie hatten an einem vernünftigen Dialog einfach kein Interesse. Und das ist eine große verpasste Chance. Der Kern von Demokratie ist die Fähigkeit zum Kompromiss. Unser ganzer Föderalismus baut darauf auf, dass Bund und Länder über den Bundesrat miteinander zusammenarbeiten. Und Herr Merz, es ist ja nicht nur die CDU-Bundestagsfraktion, die vom Tisch aufgestanden ist. Es sind ja direkt all ihre Ministerpräsidenten mitgegangen.
Und das ist eine verpasste Chance. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht in diesem Land, dass sich nicht jeder wie ein Kind im Sandkasten hinsetzt und sagt, wenn ich nicht alleine bestimmen darf, dann spiele ich nicht mehr mit. So kann man doch kein Land regieren. Sie als Union haben im Kern auf einen einzigen Vorschlag beharrt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieser Vorschlag war leider Unsinn. Der Vorschlag, den Sie gemacht haben, ich will jetzt nicht ewig darüber diskutieren, warum das rechtlich nicht funktioniert. Das juristische Proseminar, das hatten Sie gestern miteinander. Ich will Ihnen erklären, warum das in der Sache auch nicht funktioniert. Asylpolitik ist zu Recht europäisch geregelt. Asylpolitik funktioniert nicht national. Nur wenn die europäischen Staaten gemeinsam eine Lösung finden, lässt sich in dieser Frage nicht nur Humanität, sondern eben auch Ordnung auf dem europäischen Kontinent herzustellen. Es ist doch naiv, Herr Merz, zu glauben, dass wenn Deutschland seine Grenzen schließt, so wie Sie das vorgeschlagen haben, dass die anderen europäischen Staaten einfach zuschauen und gar nichts machen. Sie können sich ja die Reaktion von Polen und Österreich und Tschechien schon auf vermehrte Grenzkontrollen anschauen, zu Recht übrigens, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Aber Ihr Vorschlag, der würde im Kern bedeuten, dass gar nichts mehr funktioniert in der europäischen Asylpolitik in der Union. Kein Land würde doch die Dublin-Rückstellungen noch machen, wenn wir unsere Grenzen schließen. Kein Land würde doch an den europäischen Außengrenzen noch registrieren, wenn eine faire Verteilung in der Europäischen Union nicht mehr funktioniert. Das, was passieren würde, wäre absolutes Chaos, das Ende von jeglicher Regel und die Geflüchteten wären trotzdem da. So kann man im Kern die Europäische Union kaputt machen, wenn man so etwas vorschlägt. Der Kern der Europäischen Union, das ist Zusammenarbeit zwischen Staaten statt nationaler Alleingänge. Das ist Kooperation und Freundschaft in der festen Überzeugung, dass man Herausforderungen zusammen besser lösen kann. Ich bin aufgewachsen in einem Europa, dass sich immer mehr auf diesen Weg gemacht hat, an diese Idee der Zusammenarbeit zu glauben. Ich bin aufgewachsen in einem Europa, das seine Grenzen füreinander immer weiter geöffnet hat, statt sie zu schließen. Ein Europa, in dem ich schneller von Köln nach Brüssel fahren kann als nach Berlin, weil ich eben nicht irgendwo an der Grenze stehe. Ein Europa, das gemeinsam Wohlstand gewonnen hat, weil es auf Zusammenarbeit setzt, statt LKWs in kilometerlangen Staus auf den Autobahnen zu blockieren. Und ich bin in einem Europa aufgewachsen, in dem es eine CDU gab, in einem Deutschland aufgewachsen, in dem es eine CDU gab, die an diese Idee geglaubt hat. Mit dem Vorschlag, den Sie hier machen, Herr Merz, verabschieden Sie sich nicht nur von der Politik von Angela Merkel, Sie verabschieden sich damit auch von der Politik von Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Und zumindest wir werden das nicht zulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, wir haben ein großes Glück. Wir vertreten ein Land und eine Gesellschaft, auf die wir vertrauen können. Diese Gesellschaft hat immer wieder in den letzten Jahren gezeigt, dass sie gerade in den Krisen in der Lage war, zu differenzieren. Dass sie gerade in Krisen in der Lage war, Solidarität zu zeigen. Und dass sie gerade in Krisen in der Lage war, Populismus und vernünftige Vorschläge voneinander zu unterscheiden. Und ich kann nur an uns als Abgeordnete dieses Deutschen Bundestages appellieren, lassen Sie uns die Politiker sein, die dieses Land auch vernünftig repräsentieren.